Jetzt zu einer anderen Frage, der Frage der Schalldämmung. Sie ist ja wichtig in einem Haus mit 336 Wohnungen. Und ich weiß, dass die Schalldämmung hier sehr gründlich angegangen wurde. Man behauptet sogar, in Ihren Wohnungen herrsche vollkommene Stille. Ich wüsste gern, wie Sie dieses Problem gelöst haben. Die Probleme der Schalldämmung sind vergleichbar mit denen der Elektrizität. Entweder der Strom fließt oder er fließt nicht. Man muss tun, was man kann. Aber es ist eine ganz und gar exakte Wissenschaft, die schon bei der Anlage der Baustelle eine außergewöhnliche Präzision erfordert, die kein Mensch je einhält. Von daher rührt das ganze Problem, dass eben niemand eine Ahnung hat. Man bringt den Leuten Baustile bei, aber man lehrt sie nicht, was Stille ist, wie man Stille herstellt und so fort. Ich habe nie Architektur studiert, aber mir scheint, wenn ich mich damit befasste, ich würde den Leuten, den Studenten beibringen, wie wichtig eine ruhige Wohnung ist. Nun, mit solchen Ideen bekämen Sie nie ein Diplom. Es ist einfach so, dass diese Problemstellung nicht berücksichtigt wird. Ich weiß das wohl. Stellen Sie sich vor, dass man mich zum Revolutionär erklärt, weil ich sage, man sollte einen eigenen Kongress über Wohnungswissenschaft abhalten. Das scheint ganz und gar unpassend. Man sagt Ihnen, Sie sind fantasielos und engstirnig. Sie stecken die Menschen in Schachteln, in Kästen, in Käfige. Lauter solche Geschichten. Dabei ging es in allen Zivilisationen immer um die Wohnung. Und aus der Wohnung des Menschen hat man das Heim der Götter gemacht. Der Tempel ist stets nur die Verlängerung der Menschenwohnung gewesen, nicht wahr? Auf dem Athener Kongress von 1933, der die berühmte Charta von Athen verabschiedet hat, habe ich meine Materialien für den Städtebau genannt. Es sind Sonne, Raum, Grün, Zement und Stahl. In dieser Reihenfolge, in dieser Rangordnung. Und genau das ist hier verwirklicht. Sonne, Raum und Grün. Kurz gesagt, Sie sind zum Ursprung zurückgekehrt, oder? Absolut. Ich bin so berühmten Leuten wie Voltaire oder Rousseau verwandt, die in der gekünstelten Gesellschaft ihrer Zeit eine Wahrheit suchten. Gott weiß, dass unsere heutige Gesellschaft noch künstlicher ist. Das Maschinenzeitalter hat alles auf den Kopf gestellt und aus dem Gleichgewicht gebracht. Wir hätten eigentlich gern mehr über die innere Straße erfahren, auf der in Höhe der 9. Etage die Geschäfte für die 1600 oder 1800 Bewohner dieser Siedlung untergebracht sind. Le Corbusier hat ein Lieblingswort, das all sein Streben auf einen Punkt bringt. Und dieses Wort lautet, nicht die Maschine bestimmt den Menschen, sondern der Mensch muss Herr der Maschine sein. Deshalb muss man ihn wieder mit der Natur versöhnen. Le Corbusier, für die einen ein Naivling, ein Fantast, für die anderen ein Genie. Le Corbusier will uns neu lehren, wie man glücklich lebt. Ist das zu kühn? Aber wovor habt ihr Angst, fragt er uns. Die meisten Leute meinen, Architektur bestehe darin, Häuschen an Häuschen zu bauen, natürlich so schön wie möglich. Und Fassaden zu machen. Sie sind da anderer Ansicht. Das Privatprogramm ist nicht mehr zeitgemäß. Es ist etwas für Naivlinge und Einfallspinsel. Gut für Leute, die sich zu Opfern berufen fühlen. Sich ein Haus nach seinen Gewohnheiten, seinen Manien bauen zu lassen. Das ist, wie wenn man sich einen Ozeandampfer bauen lässt, um nach New York zu fahren. Sie wollen mit Ihrer Architektur die gesellschaftlichen Sitten und Gebräuche verändern. Alles verändert sich, hat sich verändert, seit es die Maschine gibt. Wir leben im Maschinenzeitalter. Das individuelle Haus als soziale Antwort auf dieses Phänomen? Nein, das ist falsch. Das ist demagogisch, gut für Ignoranten, für Faule, für Blinde. Der heutige Wohnungsbau ist nicht zeitgemäß. Er ist rückständig, ungesund und mehr als das. Die moderne Jugend ist schlecht untergebracht. Das ist ein Elend und ein öffentliches Unglück. Ein gewaltiges Unglück, eine Katastrophe, ja, eine Schande für unser Land.